Eine Reduzierung der Geschwindigkeit an der Senftenberger Vorstadt in der Hoyerswerder Altstadt hat jetzt Uwe Kratzert von den Linken im Technischen Ausschuss vorgeschlagen. Auf dem Abschnitt zwischen der Goethe- und der Alten Gartenstraße würde die Straßenentwässerung nur mittels Versickerung realisiert. Gerade nach kräftigen Schauern oder längerem Regen stehen hier große Pfützen. Da nach neueren Regelungen Autofahrer darauf wohl keine Rücksicht mehr nehmen müssten, bestehe hier für Fußgänger eine entsprechende Gefahr, komplett nass und dreckig gemacht zu werden. Die Verwaltung versprach, dies zu prüfen.